Let's go to Lippo. Let's go to Lippo. Spaß. Ah, mein Zunge brennt hier. Warum auch mal? Ah, ah. Oh, es tut so weh. Jetzt denkt ihr euch so, was tut weh? Ah, mein Herz. Mein Herz tut weh, Digga. Kurz mal 2000 Euro für PC ausgegeben, Digga. Mein Herz. Ihr denkt so, keine Ahnung, ich glaube, viele denken so, ich scheiß Geld oder so. Aber ich verdiene 450 Euro im Monat. Ich habe für dieses Geld 4-5 Monate gespart. Digga, mein Herz. Und jetzt einfach ausgegeben, Digga. Boah, ist echt krank. Zumindest ist der PC richtig, richtig krass. Das Ding ist, Leute, ich habe so viel Geld ausgegeben für PC, okay? Jetzt kommt das Beste. Ich brauche noch einen Monitor. Ich brauche noch einen Monitor. Monitor, Bruder. Ich habe nicht mal einen Monitor. Jetzt kommt noch besser. Ich habe nicht mal Maus und Tastatur. Bruder, irgendwas. Irgendwas läuft ganz dick falsch. Was läuft hier falsch, Mann? Es ist jetzt schon einfach 11.30 Uhr und ich habe bis jetzt nicht viel hinbekommen. Das Ding war halt, ich habe die ganze PC gesucht, PC und so, dies, das. Und habe richtig lange gebraucht, bestellt, dies, das. Deswegen habe ich bis jetzt noch nicht so viel hinbekommen. Aber der PC ist eine sehr, sehr kluge Investition, meiner Meinung nach. Und eine sehr nötige Investition. Endlich PC, Digga. Mal schauen, wie lange das braucht, was es bei mir ist. Und dann wird der erstmal dick, dick zusammengebaut. Yes. Ich muss mir auch noch Monitor bestellen. Ich muss mir Maus und Tastatur bestellen. Ah, mein Herz. Aber jetzt gehe ich, denke ich, erstmal duschen, Digga. Erstmal ab zum Duschen, Mann. Und danach, keine Ahnung, drehe ich YouTube-Videos, sonst was. Okay, Freunde vom Vlog. Also, ich erzähle gar nicht mehr so viel über meinen PC, weil ich mache daraus ein eigenes Video, wo ich einfach ein bisschen Update gebe, wo ich so einfach ein bisschen rede über die Sache, über das Leben, you know? Und jetzt müssen wir erstmal 20 Liegestütze machen oder zumindest versuchen. Deswegen würde ich sagen, let's go. Und mach du jetzt auch mit, komm. Mach keinen Fluxer, mach keinen Flaxer. Lass mich nicht im Stich. Lass mich und Mero nicht im Stich, sondern mach mit jetzt. Ich habe einfach noch übelste Muskelkater von gestern in meinen Schultern. Aber egal, let's go. Okay, Friends, jetzt machen wir wieder ein Smoothie. Ihr wisst doch Bescheid, ihr liebt Smoothies zum Mann. Ihr liebt es. Als erstes wieder Step Nummer 1, Orangen pressen. 3 Orangen pressen. Step Nummer 2, ein bisschen Ananas. Orangensaft ist schon drin. Fehlt nur noch ein bisschen Ananas. Okay, Banane ist drin, Ananas ist drin, Apfel ist drin. Jetzt machen wir noch ein bisschen Mango. Ich wusste gar nicht, dass wir diese Mango noch haben. Aber da wir sie jetzt noch haben, gönnen wir uns jetzt noch eine Mango rein. Okay, Friends, alles ready. Eigentlich fehlt hier noch ein bisschen Ingwer. Aber wir haben leider keinen Ingwer mehr. Deswegen müssen wir das jetzt so machen. Und ich würde sagen, wir let's go. Boom, Digga. Ich schwöre, wir haben endlich geile Farbe bekommen. So richtig geiles Gelb. Die lasse ich jetzt kühlen und die kann ich dann am Abend trinken. Hier habe ich schon einen Schluck, aber der ist halt warm. Mm, trotzdem mega geil. Auf jeden Fall, jetzt muss ich endlich duschen, Mann. Friends from the Vlog. Auf jeden Fall, ich habe lange nicht gefilmt, lange nichts gefilmt. Aber ich habe gerade 2 Videos aufgenommen. Die werde ich gleich schneiden. Aber jetzt mache ich erstmal 10 Liegestütze. Und ja, ihr habt richtig gehört, wir machen jetzt 10. Keine 20, weil ich habe schon kranken Muskelkater. Ich glaube, 20 packen wir nicht. Deswegen machen wir jetzt immer noch kleinere Sätze. Damit wir trotzdem am Ende des Tages versuchen, auf 60 zu kommen. Okay, und Coco schaut uns dabei zu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Was sagst du dazu? Okay, okay, tut mir leid. Die Annäherung habe ich falsch gedeutet. Okay, Friends, jetzt machen wir mir wieder Essen. Let's go. Ich bin immer noch außer Atem. Die Smoothies schauen mittlerweile so aus. Wundert euch nicht, dass hier so eine kleine Absetzung ist. Man muss einfach nur schütteln und dann schütteln, schütteln, schütteln. Und dann sind die wieder fresh. Heute machen wir wieder vegane Schnitzel. Doch mich bitte. Okay, so. Und wir sind fertig. Ein Dreher. Uff. Hört diese Sound, Mann. Uff, uff. Check up, Mann. Boom. Uff, check up, Mann. Boom. Runter auf Stufe 6. Und jetzt hört. Deckel wieder drauf. Jetzt hört sich sogar noch besser an. Uff, uff. Boom. Das ist meine Mittagessen. Also, einmal vegane Schnitzel, dazu ein bisschen Baguette. Und das ist vegan, ich habe nachgeschaut. Und
Smoothie. Mein Smoothie, den ich selber gemacht habe. Das bedeutet, alles selber gemacht. Boom, Alter. Boom, Alter. Friends from the Vlog. Für mich sind zwei weitere Sachen angekommen von Amazon. Nämlich die zwei Ansteckkopfhörer. Nee, was für Ansteckkopfhörer? Die zwei Mikrofone. Und jetzt muss ich die erstmal testen. Aber mir ist gerade klar geworden, ich habe ein iPhone und da passt dieser Adapter wahrscheinlich nicht rein. Deswegen bin ich jetzt am Arsch. Das ist Mikro Nummer 1. Ist das für, keine Ahnung, für wie viele Euro war das? 12 Euro. Und zeige euch auch gleich das andere. Nur wie ihr seht, ich habe genau dieses Problem, dass ich nicht diesen Anstecker habe. Ich muss gucken, ob ich diesen Adapter noch habe. Von iPhone auf diesen Kabel. Müssen wir jetzt gucken. Und das ist der Scheiß für 50 Euro. Genau, das check ich jetzt mal auch ab. Genau, lass mal abchecken. So schaut das Mikrofon hier aus. Also, ich muss sagen, hat keinen großen Unterschied. Aber ich muss jetzt erstmal dieses Ding suchen. Dieses Adapter. Also, jetzt haben wir den Adapter und jetzt testen wir mal die Mikrofone. Digga, ich habe beide Mikrofone jetzt länger getestet und ich muss sagen, ich habe keine Ahnung, welches ich besser finden würde. Aber ist auch egal. Wir machen jetzt erstmal 10 weitere Stiegelütze. Let's go. Oh, 6 haben wir. 7, 8, 9, 10. Oh, oh mein Gott, Digga. Boom, jetzt gönnen wir uns ein bisschen was zu essen. Ja, und danach schneide ich Video weiter. Weil jetzt habe ich aber auch mal Hunger jetzt, okay? Jetzt will ich was essen. Und später gehe ich dann auch live. Ja, deswegen. Let's go! Bobo, willst du hier mitfooden oder was? Ein bisschen Red Bull gönnen oder was? Ja? Ja? Jetzt willst du kacken. Trendles, was geht ab? Also, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wie viel ich heute gefilmt habe. Ich glaube, ich habe heute eher weniger gefilmt. Ich glaube, ich habe heute weniger gefilmt. Ich weiß es gar nicht. Vielleicht habe ich auch mehr gefilmt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, Freunde, erstmal check mal diese Bizeps ab. Ja, okay, ich sag gar nichts dazu, ey. Da war jetzt nicht viel mal, aber mit der Zeit kommt da schon was. Egal. Ich mache jetzt gleich meine 10 Liegestütze, aber ich werde mich dabei nicht filmen, weil ich glaube, irgendwann mal ist es langweilig bei euch. Deswegen, ja, ich erzähle euch einfach nur noch ein paar Sachen so. Ich muss mir jetzt noch einen Monitor und so bestellen für meinen PC. Deswegen werde ich mir da jetzt auch noch ein bisschen Ding machen. Werde mich da ein bisschen erkundigen und werde ich Monitor alles bestellen. Ja, und dann habe ich langsam das Setup für meinen PC. Ja, aber ansonsten gibt es da auch nicht viel. Und dann gehe ich gleich live. Ich gehe um 21 Uhr live. Es muss unbedingt Mady oder ein Freund zu mir kommen und Haare wieder schneiden, weil langsam werden Haare wieder echt broke. Genau, deswegen. Und jetzt würde ich sagen, mache ich mal meine Liegestütze. Davor muss ich ein paar Anrufe tätigen. Telefon. Okay, Freunde vom Vlog, der Tag ist fertig. Jetzt mache ich nur noch meine letzten 10 Liegestütze. Da nehme ich euch noch mit und dann sind wir auch fertig. Der Stream, muss ich ehrlich sagen, war schon geil vom Ding her. Es waren auf jeden Fall coole Leute drin. Aber TikTok hat wieder sich gedacht, nein, Bruder, wir müssen ihn nicht pushen. Wir pushen ihn, wann wir wollen. Aber egal, das sind nur kleine Schritte im großen Ziel, das wir haben. Deswegen, let's go. 10 Liegestütze, let's go. 10. Und jetzt würde ich sagen, Gunnar.